Es könnte ein bisschen mehr sein, finde ich, für meinen Geschmack, aber gut. Na gut, sie haben es ja, ich glaube, noch ziemlich am Anfang haben sie ja Updates rausgebracht, Na, ja, und angepasst, gell? dass der Loot ein bisschen besser wird teilweise. Ja. Oder halt, wenn Ja, Billy du hatte ja das. Was? halt Sorry. irgendwie, du konntest ja so Sachen kriegen, wo du dann irgendwie was rausbekommst. Also, so wie bei Ach Diablo zum so, Beispiel ja. hier mit einem gelben Gegenstand, den du erst noch freischalten musst. Und dann gehst du Ja, hin, ja, lässt ja. den hier aufdecken und dann. Das ist auch geil. Das haben sie auch gemacht, ja. Und da kam halt bei grünen Sachen, kamen dann halt irgendwie weiße Sachen oder so raus. Und das haben Okay, sie dann ja, jetzt auch das. geändert. Ah, okay. Dass da dann halt auch wirklich grüne Sachen rauskommen. Das ist halt krass frustrierend, wenn du halt übel lang gezockt hast, ein so ein grünes Ding bekommen hast, freust dich, und dann kommt ein weißer Gegenstand raus. Ja, allerdings. Ja, Billy, du hattest ja das Glück auf der Gamescom, ne? Ja, ich glaube, das habe Du ich ja warst schon ja mal auf der Gamescom erzählt. schon an. Ja. Wo ich ja schon gut auf der Gamescom angehypt. Oh ja. Ich habe dann auch mit so einem Typ von EA noch geredet auf der Gamescom. War auch ziemlich cool. Ja. Müssen wir nächstes Jahr auch wieder machen, weißt du? Hey, Tipp Ja, von mir, ey. ich Was habe geht ab? schon zu mir selber gesagt, wir gehen auch jetzt immer zum FIFA-Stand und Ja, zocken dann eine einfach so. Runde und dann zocke ich mit irgendeinem Random. Ja, Mann. Und ich ist dann wieder einer Presse. Presse, ja. Presse, Presse. ja. Topspiel von mir dieses Jahr ist mit Abstand, kann ich sagen. Ja, ich glaube, ja, nee, eigentlich nicht mit großem Abstand, aber ist Roter Schatten. Mordor-Schatten, okay, cool. Ja. Ich finde es einfach richtig geil. Weil ich aber ein Riesenfan von Herr der Ringe bin. Und die Atmosphäre kam einfach richtig geil auf mit Gollum und Gollum und mit allem einfach. Das war einfach richtig nice. Die Steuerung war geil. Es ist anspruchsvoll. Zum Ja. Teil, für mich war es echt zum Teil anspruchsvoll. Hat mich rausgefordert, das fand ich geil. Ich bin als echt eine Stunde dran gehockt und habe einfach nichts gerissen. Ja. Ein paar Hauptmänner gekillt, also so ein paar kleine Hauptmänner gekillt und dann mehr nicht. Ja, manchmal sind echt die hart. Ja, und dann wirst du gekillt, du kriegst den einen einfach nicht tot und dann, keine Ahnung, das war einfach geil. Oder ist einfach geiles Spiel. Ja, Ich werde es auf jeden Fall auch noch durchspielen. und die werden ja auch immer stärker. Also wenn du jetzt Oh einen ja. nicht schaffst zu killen zum Beispiel und er dich tötet, dann wird er stärker. Ja. Dann wird wieder neuer befördert und was weiß ich was. Dann musst du die Oh irgendwie ja. dreimal killen oder so, bis die wirklich tot sind. Das hat mich am Anfang auch richtig abgefuckt. Ja, Ja, dann oh. hast du noch irgendwas zu sagen dazu? Zu deiner Verteidigung. Nee. Nee, ich finde auch, es läuft echt bugfrei. Das stimmt. Das stimmt Ich echt. habe kaum, Also ich habe keine Frame-Einbrüche. Ich habe eigentlich im Laufen 60 FPS. ja, gut. Es gibt schon. Und Also es gibt schon einige Spiele, wo zum Beispiel noch Bugs drin sind. oh ja, was ich Ich. mitbekommen habe bei Assassin's Creed zum Beispiel. Zum Beispiel, Das ja. kann es krank sein. Also Ubisoft, die machen dies ja ein bisschen. Ein Scheiß, sag ich mal. Ja, ich finde, die haben das halt. Also, mir kommt es vor, was ich so mitkriegt habe, als hätten es dann halt, komm, mach es schnell fertig, wir brauchen das für den Weihnachts- oder für Weihnachtsverkauf. Ja. Mach es schnell fertig, pipapo. Die haben ja auch bloß 30 FPS, ne? Also, du kommst nicht über 30 FPS. Ja, das stimmt. Ist halt schon ein bisschen mager. Allerdings. Vor allem für so einen AAA-Titel, was. Ja, wie eben Assassin's Creed oder sowas. Ja. Das stimmt schon. Das ist ja bei jetzt Mordor Schatten jetzt nicht so. Ist ja nicht unbedingt ein AAA-Titel, würde ich sagen. Also, Ja, er wurde auf vom jeden Fall nicht so Publisher her gehypt. nicht.
Also. Ja, das kommt, ist halt der Publisher da. Ja. Ja. Das macht halt viel aus. Oh ja. Wo Ubisoft dann anscheinend auch ein bisschen wieder Scheiß gebaut hat, war Far Cry 4, wie ich mitgekriegt habe. Ja, stimmt, am Anfang haben sie da wohl irgendwas Ja, da hatten sie irgendwie verkackt. Probleme. Ja. Und die Tage mit der Crew war auch irgendwas mit den Ubisoft-Servern oder so, da hat auch irgendwas rumgespackt. Okay. Also, Ja, ich denke, die haben gesagt, komm, hau raus, die Scheiße. Scheißegal. Wir dieses Jahr. machen Kosten, wenn Kosten, nee. Hier solche, weißt du, so Updates. Bauen noch ein paar DLCs ein und dann Hauptsache, es kommt vor Weihnachten noch raus. Das finde ich eh das Beste mit den DLCs immer. Ja, hier gibt es so und so viele DLCs und die ersten zwei kriegst du mit dem Season Pass. Ja, oder wie bei COD, du kriegst alle nur mit dem Season Pass. Klasse. Ja, einmal habe ich mir einen gekauft, aber ich mache es nie wieder. Wenn ich mir so solche Maps kaufen will, ich warte ab sofort immer ab, weil ich habe mir den gleich. Oh, nice, ich habe es fast geschafft. Nice. Ich habe mir es eben gleich mit dem Spiel zusammen gekauft. Ja. Und ja, keine Ahnung. Aber ich warte es ab sofort immer ab mit diesen Season Pässen. Ja. Ja. Was ist deine dein Top-Spiel? Also mein Top-Spiel des Jahres ist Dragon Age 3. Okay. Da muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen und sie haben ja im zweiten Teil damals ziemlich viel verkackt. Und ich finde es schön, dass sie dann mit dem dritten Teil wieder so ein hammergeiles Spiel rausgebracht haben. Also sie haben die Steuerung aus dem ersten Teil wieder reingebracht. Also komplett. Okay, nice. Okay, der Unterschied zu der Steuerung aus dem ersten ist, dass die im ersten automatisch angegriffen haben. Also man hat jetzt mit dem Rechtsklick gesagt, ja, du greifst jetzt den an. Dann greift er den an. Ah, Auch den okay. Spieler, den du gesteuert hast. Und da konntest du auch nicht mehr viel machen. Aber jetzt ist es halt, du musst linke Maustaste drücken, glaube ich, oder rechte. Die linke, glaube Okay. ich, ist es. Und dann greift er jedes Mal an, wie du linke Maustaste drückst. Natürlich nicht schneller als vorgegeben ist, aber es ist halt irgendwie ein bisschen direkter, finde ich. Und Okay. das macht für mich die Steuerung schon mal sehr geil. Von der Story her, da. Okay, ich bin da noch nicht so weit. Lol. Okay. Aber ich mag einfach irgendwie so riesige Spiele. Ja, Mann. Und Ich auch immer geil. Wo es viel zu so. entdecken gibt auf einer großen Karte. Ja. Das finde ich geil. Und das hat man da einfach. Also, ich sag mal so, ich hatte eine Hauptquest, bin dann da in dieses erste Gebiet da gekommen, das ist größer. Und bin erstmal zugebombt worden mit irgendwelchen Nebenquests. Und dann wusste ich gar nicht mehr, welche jetzt meine Hauptquest ist. Einfach alle abarbeiten. Ja, richtig, da habe ich einfach mal angefangen. Okay, ich laufe mal dahin. Oh, hey, da gibt es noch eine Quest. Ich nehme die mal an. Oh, hey, da gibt es auch noch eine Quest. Und das finde ich halt einfach. Ja, das Spiel an sich, es ist einfach hammergeil gewesen. Ist einfach hammergeil. Hab's gemacht. Okay. Junge. Ich hab's gar nicht gespielt, muss ich zugeben. Ja, du kannst ja gern mal herkommen. Ich habe ja eventuell Jo. bald sturmfrei. Ja, Mann. Da müssen wir eigentlich eine fette Zockernacht machen. Irgendwie. Ja, Mann. Das ist schon geil. Auf jeden Fall, dann kannst du mal Hätte ich ausprobieren. voll Bock. Vielleicht Ja. gefällt es dir ja. Und ich muss sagen, man kann es ja auch im Multiplayer spielen, also mit anderen Leuten. Okay, Ich ist glaube, nice. das ging früher sogar auch schon. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Will ich auch nichts Falsches sagen. Und ja, das Multiplayer habe ich einmal ausprobiert. Ist ein bisschen einfach wie halt irgendwelche Dungeons rennen.